Sie kamen als Jugendliche nach Deutschland, gingen dort aufs Gymnasium. Hatten Sie ein wenig Heimweh nach der alten Heimat? Eigentlich nicht. Wir wollten ja ausreisen in die Bundesrepublik, weil wir dieses ganze kommunistisch-atheistische System der Gesellschaft aus diesem System hinaus wollten. Und vor allem, dass wir wieder frei, offen den Glauben leben dürfen, mit Priestern. Das war eigentlich unser Ziel. Und wir waren sehr naiv. Wir haben uns vorgestellt, Deutschland ist ein Paradies, wirklich. Wir haben so naiv gemeint, es ist alles ist gut, alles ist in Ordnung. Natürlich, was da in der Kirche war, konnten wir es überhaupt nicht vorstellen. Wir haben ja im Untergrund gelebt und haben heilige Priester gehabt, Bekennerpriester, die uns erzogen haben in so einer tiefen Ehrfurcht vor der heiligen Kommunion. Die heilige Messe war noch zelebriert worden im alten Ritus. Selbst in den Anfang der 70er Jahre noch. Wir kannten das gar nicht, dass es eine neue Messe gibt, dass es alles, was wir dann gesehen haben. Also für uns war dann Deutschland ein Paradies. So mit dieser Vorstellung kamen wir nach Deutschland und dann kam der große Schock. Als wir dann sahen, die Öffentlichkeit, die Freizügigkeit, wie die Menschen angezogen sind, erstens, dann, dass man in der Öffentlichkeit die Pärchen sich da geküsst haben. Das war unvorstellbar, selbst beim Kommunismus. Das durfte man nicht tun. Das war unsittlich. Und dann noch schlimmer, dass in manchen Kioskständen da unzüchtige, unreine Bilder ausgestellt waren. Für uns war das unbegreiflich. Also dieser sittliche Verfall in der Gesellschaft schon in den 70er Jahren haben wir das gemerkt. Das war für uns, für meine Eltern, eine große Enttäuschung. Und nicht die größte Enttäuschung war dann natürlich der Zustand in der Kirche, wo wir dann kamen und gesehen haben, wie die Messe gefeiert worden ist, zum Volk hin, wie eine Versammlung, wie bei den Protestanten, wie ein Mahlstil. Und dann natürlich das Schreckliche war für uns die Handkommunion. Wir konnten uns das gar nicht begreifen. Also bis heute, ich kann das nicht begreifen. Wie kann man unseren Herrn und Gott, die unendliche Majestät Gottes, verborgen in der kleinen Hostie, aber wirklich gegenwärtig, so behandeln, wie ich einen Keks nehme, mir in den Mund lege oder ein Bonbon. Und in so einer minimalen Haltung der Ehrfurcht, der äußeren Ehrfurcht. Und meine Mutter hat oft geweint, wenn sie das gesehen hat. Und wir waren dann in Süddeutschland in einer Stadt und dort gab es eigentlich nur Handkommunion. Die meisten meiner Eltern waren die einzigen, unsere Familie oder ganz wenige Personen, die noch die Mundkommunion empfangen haben. Und dann, meine Mutter ist dann manchmal geblieben nach der Messe, alleine noch, hat gebetet, wo alle weg waren. Und dann ist sie nach vorne gegangen, wo die Kommunion also ausgeteilt wurde, natürlich im Stehen in einer Schlange. Und dort hat sie immer wieder gesehen, kleine Partikel von der Hostie am Boden, kleine Partikel gewesen. Dann hat sie sich hingekniet und hat mit der Zunge die Partikel aufgenommen und geweint. Nach den Sonntagsmessen hat sie es manchmal getan.